Für den zivilisierten Römer ist Wein alkoholisches Getränk und Opfergabe der Wahl. Seine Produktion kann mit einem einzigen Gebäude abgewickelt werden, aber dafür sind die Weinreben ziemlich wählerisch, was ihren Anbauort angeht. Heute werden wir uns daher sowohl mit dem idealen Arbeitsbereich eines Weinguts als auch mit den Voraussetzungen für den erfolgreichen Anbau von Wein befassen. Wein kann nicht auf flachem Terrain angebaut werden, sondern nur auf einem Hang. Das Spiel suggeriert zwar, dass auch die Schattenseite reicht und Weinreben hier nur langsamer wachsen würden, aber auch hier verweigern die Winzer den Anbau. Nur die Sonnenseite eines Hangs ist nutzbar und das kann je nach Karte ein echtes Problem sein. Es hilft auch nicht, dass viele Hänge bei weitem nicht so schön sauber aussehen werden wie hier. Es ist also oft schwer einzuschätzen, ob ein Ort die Voraussetzungen für den Weinanbau erfüllt. Die drei Wachstumsphasen von Weinreben dauern jeweils 67 Sekunden, wie auch bei den Sonnenblumen. Von der Saat bis zur Ernte vergehen damit theoretisch 3 Minuten und 20 Sekunden. Geerntete Weinreben verschwinden nach einiger Zeit, eine mehrfache Ernte ist nicht möglich. Nach einigen Tests stellte sich heraus, dass das Weingut durchaus etwas Platz benötigt. Ein voller Arbeitsbereich ist bereits relativ effizient, aber auch schon etwas zu viel des Guten. Die besten Ergebnisse erzielte ich, indem ich den Arbeitsbereich so platzierte, dass der gelbe Ring an die Tür grenzt. In diesem Fall stieg die Produktivität des Weinguts im Vergleich zum Standardbereich um 30% auf 1,51 Wein pro Minute. Jetzt brauchen wir nur noch die Produktivität des kleinen Tempels der Römer, damit wir das Verhältnis von Weingütern zu Tempeln bestimmen können. Da die Verarbeitung der Weintrauben direkt im Weingut stattfindet, ist das Ganze deutlich unkomplizierter. Eine schnelle Messung ergab, dass ein kleiner Tempel etwa 2 Mana pro Minute produziert. Damit brauchen wir unter idealen Bedingungen 1,3 Weingüter pro kleinem Tempel. Ich habe schon die Aussage gehört, dass die kurze Mana-Produktionskette der Römer sie overpowered machen würde, aber diese Aussage kann ich nicht unterschreiben. Die Römer haben zwar die unkomplizierteste Produktionskette, was in ihr Profil als Anfänger und Allrounder-Volk passt, aber dafür haben sie den langsamsten kleinen Tempel. Noch dazu ist der Anbau von Wein sehr kartenabhängig und auf manchen Karten werdet ihr euch schwer tun, einen geeigneten Standort zu finden. Im Vergleich dazu sind die Wikinger und Trojaner sehr schmerzfrei, was das angeht, und selbst den Mayas kann man eine Mana-Produktion nicht verweigern, da das Startmana des großen Tempels ausreicht, um bei Bedarf einfach eine eigene Wüste zu erzeugen. Der große Vorteil der Römer ist, dass ihre Mana-Produktion aufgrund ihrer geringen Komplexität auch am einfachsten hochskaliert werden kann.